Hallo, hallo Freunde, hier sind wir schon wieder auf dieser Welle mit dem ganzen Red-Bauzeug. Ihr wisst ja, das ist so ein bisschen mein Ding und alles, was Bildkraft und IC-Kraft irgendwie nicht kann, das versuche ich dann über elektronische Steuerung hinzubiegen. Das ist eigentlich das, was mich interessiert, deswegen brauche ich keine Versionsnummern und irgendwas und hast du nicht gesehen, super duper Vibe, brauche ich alles nicht. Hier, ich habe hier nochmal diese gesamte Steuerungsgeschichte um den Miner herum, inklusive Indikatoren und automatischer Endabschaltung, das nochmal aufgebaut, dass ihr das mal seht. Und man kann zum Beispiel, wenn man anfänglich schon hier ein bisschen mehr Power braucht, schaltet man einfach diese Redstone-Maschine ein bisschen früher ein, dann läuft die früher heiß und dann ist das immer up to date sozusagen. Da muss man ja keinen Aufwand betreiben mit irgendwelchen Kohlemaschinen. Ach du kleines Scheißerchen, komm her, so, was haben wir, Pfeile. Dann wandern wir hier ein bisschen rum. Das hier gehört nicht dazu. Also diese beiden Köppel da, ja, und die Werkbank, und das ist so mein Klump, was halt so drin ist, was ich hier brauche, um vor Ort zu minen. Unser Zuhause ist ja da hinten und wir haben unser Minergebiet ja hierher verlegt. Ja, und dann schaltet man das hier so ein bisschen ein. Und wenn man jetzt hier einfach ein Item reinpacken würde, also diese Erde, dann würde der Miner dann automatisch starten durch unseren Monoflop daheim. Diese ganze Deckdiererei, könnt ihr euch ja die anderen Videos angucken, da habe ich das beschrieben. Und dann könnte man auch hier diese Lieferung, die können wir dann theoretisch, da ist ja nichts drin, aktivieren. Da passiert ja nichts, wo ja kein Item detektiert wird, also sind die Lampen daheim auch aus. Genau. Dann lassen wir den einfach mal hier kurz laufen, dass er halt in den grünen Bereich kommt, dass es ein bisschen schneller geht. Ne? Das geht natürlich auch von, wenn man das langsam laufen lässt, weil der läuft irgendwann sowieso heiß und von daher spielt das keine Rolle. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, vorbeugenderweise. Nicht, dass ich irgendwas verrate vorab, was ich hier nämlich noch gemacht habe. Wir müssen uns ja beeilen. Unsere To-Do-Kiste sagt... Hier wollte ich was machen. Das sieht sehr aus nach MFSU. Da machen wir uns eine, die kommt dann da hinten hin. Und das hier sind Energiekristalle und... Nee, MFE. Das soll eine MFE hier werden. Ich mache die jetzt mal schnell. Wir haben ja ein bisschen Zeit, bis hinten unsere Gurke da heiß läuft, ne? Die Lampen sind ja aus, seht ihr? Meiner ist gestoppt und Items werden auch nicht transportiert. Dann machen wir jetzt flotti hier Energiekristalle. Oh Gott. So. So, ne? Ach so, jetzt kann ich die wieder nicht stacken. Das ist blöd. Gut, dann haben wir die Energiekristalle. Und die kommen, glaube ich, so hin, wenn mich hier alles täuscht. Für diese MFE. Genau, MFE. Dann haben wir die schon und die kommt jetzt hier zu unserem... Ja, sag mal, hast du nicht gesehen? Genau, MFSU. Und dann hatte ich irgendwo schon hier Kunstdiamanten aus dem Kohlestaub, den ich ja immer wieder anstoße. So, was sagt die Produktion? Da erkläre ich gleich noch was Tolles dazu. Packen wir das hier rein, machen wir später, nicht so schlimm. Wir haben jetzt alles hier auf dem Haufen, was wir dafür brauchen, für diese MFSU. Also es ist eine Menge Material. So. Produktion ist aus. Ich kann nämlich hier Folgendes machen. Ich habe das Ganze hinten noch ein bisschen erweitert. Und zwar... Aufpassen hier. Hier. Diese Steuerung hatte ich ja schon erklärt. Hier habe ich noch zusätzlich was dran gepappt. Und zwar... Seht ihr hier, haben wir unseren Recycler. Wenn wir hier umschalten zwischen Ofen und Recycler, kann man halt sagen Cobblestone oder, Cleanstone oder die Cobblestone in Müll. Macht man hier einen zweiten Schalter und einen zusätzlichen Maserator dran, ne, den wir ja auch elektronisch steuern können, können wir wieder zwischen hier und hier umschalten, zwischen Maserator und Recycler. Und dann kann man die Cobblestones, wenn man sie nicht in Müll werfen will und nicht Cleanstone braucht, kann man Sand daraus machen. Und der Sand, der dann hier rauskommt, wird teleportiert in unsere Sandkiste. Hier. Und diese Sandkiste macht Glas. Das heißt, wir können die Cobblestones mit unseren Wahlschaltern, drei Stück sind das gerade mal, können wir jede Menge steuern mit. Und können quasi Glas machen aus den Cobblestones. Das läuft immer im gleichen Takt.
Dazu habe ich hier eine richtig tolle Logik noch hinzugebaut. Das, so, machen wir es mal so. Hier kann ich ganz normal einschalten, Cleanstone. Ja, jetzt macht der Cleanstone. Tue ich hier diesen Cleanstone nicht produzieren, also diesen Schalter hier nach unten legen, dann S2 heißt dieser Schalter, dann werden diese Cobblestones in den Recycler geschmissen. Tue ich hier zusätzlich diesen Schalter Cobblestone-to-Sand-Produktion aktivieren, wird hier automatisch umgesprungen. Cobblestone-to-Sand-Produktion ist online und dann sieht das so aus. Halt, ich schalte das mal an hier, die Produktion. Das ist der Hauptschalter. Ne? Da lässt sich hin der ganze Kram mit einmal deaktivieren. Augenblick. Ach, was ist denn das hier wieder von Scheiß? Moment. So. Und jetzt sehen wir hier. Oder auch nicht. Da kommt er. Wurstelt hier nach oben. Weil er nicht zu Cleanstone werden soll. Und er soll auch nicht in den Recycler, sehen wir hier. Fließt das Ganze in diesen Maserator. Der macht uns dann wunderschönen Sand raus. Dieser Sand kommt hier hinten in die Kiste. Da ist eine Teleportpipe unten drunter. Habe ich hier, zeige ich das mal. Hier ist diese empfangende Teleportpipe. Boah, jetzt wurstelt er schon. Und dann ergibt es einen wunderschönen Kreislauf. Ohne großartigen Steueraufwand. Also man muss nicht ewig rumrennen, Schalter umlegen, sondern man kann hier im Grunde genommen das machen. Jetzt alles gestoppt. Das heißt Cleanstone, das heißt die Cobblestones in den Müll und hier den noch umschalten. Ich habe immer hier die visuelle Kontrolle. Dann ist die Sandproduktion an und wenn ich dann die eigentliche Sandblasproduktion noch hinzuschalte, diese beiden gelben Lampen leuchten hier, dann weiß ich, der gesamte Cobblestone, der hinten in dieser Cobblestone-Kiste landet, wird automatisch 1:1 in Glas umgewandelt. Ja, coole Sache. Mehr Aufwand ist null, ne, weil man hier halt das Ganze intelligent ansteuern und die Logik für diese Lampen, die das automatisch erkennt, welche Schalter hier gesetzt sind, ne, sieht man das ja, die schalten um. So, die ist hier unten. Brauche ich die Sortierung jetzt? Nö. Aufpassen hier, dass ich nichts verrate, was hier noch ist. So, also hier habt ihr den Item-Indikator für den Miner, den wir gleich hinten in Betrieb nehmen werden. Das Ding da, ne, das gehört zusammen. Und hier ist die Lampenlogik, die das erkennt. Aus Undgliedern, aus einem Repeater, der das so ein bisschen umleitet hier. Mache ich jetzt nicht erklären. Dann zur Funktion von Logikgattern setze ich einfach voraus. Wenn nicht, müsst ihr das im Wiki nachlesen, wie sowas funktioniert. Und hier haben wir noch ein NOT Gate, die dieses Signal hier invertiert. Ja, und das steuert eigentlich nichts. Das zeigt bloß oben diese Lampen an und schaltet diese Lampen automatisch um, damit man halt weiß, falls jemand mit den Schalterbezeichnungen nicht klarkommt, dann kann er sich rein an diesen Lampen orientieren. Also hier dran, ne? Ist recht einfach jetzt. Da steht ja alles oben drüber, was dann passiert. So. Ist eine geile Sache, wie ich finde. Jetzt ist schon wieder dunkel. Ach Mensch, so ein Kack. Also, schnell in die Kiste. Dann schalten wir hinten unsere, ja, sag mal schnell, unseren Miner ein, der jetzt komplett mit Nachhauselieferung bestückt ist. Sand, ich will eigentlich jetzt kein Glas machen, sondern ich möchte, dass die Cobblestones in den Müll geworfen werden. So. Da. Hast du nicht gesehen? Jetzt läuft er hier schon grün, ne? Also wesentlich schneller, wird gleich umschalten, schätze ich. Gut, jetzt schmeißen wir ein Item rein. Das wird er jetzt rausziehen, wird den Miner aktivieren. So, und schon läuft er. Vollautomatisch. Könnte man jetzt auch per Wireless steuern, ne?
Jetzt rödelt er da los wie bekloppt. Die werden auch gleich geliefert jetzt. Also von hier werden sie wieder rausgezogen über unseren Pizza-Lieferdienst hier. Wird das heimgeschickt. Hier wird auch wieder detektiert, wenn das komplett leer ist, ne? Ja, also so hier. Wenn das grün läuft, dann... Na, dann lassen wir den einfach vorglühen sozusagen und schmeißt dann hier ein Item rein, wenn das Ding loslegen soll. Und dann macht er das. Pipes muss man halt einmal nachlegen, dann lässt man das ein bisschen runterlaufen und dann... Ah, komm her. Komm zu Papa. So, zieh Leine. Ich habe, was ich brauche. Wie gemein. Wir können ja das Schaf noch ein bisschen streicheln gehen. So. Dann habe ich hier irgendwo, hier ist nämlich meine Versorgungskiste so, und dann nehme ich hier einfach noch ein paar Pipes raus, fülle die einmal auf und dann kann der machen, was er will. Und die 5, die passen bestimmt noch rein. Und der Strom, der schaltet da jetzt automatisch ab, ne? Wenn der hier ganz unten angelangt ist oder auf irgendeine Störung trifft. Moment. Ich habe doch vergessen, Fraps neu zu starten, so ein Shit. Genau. Also wenn der fertig ist oder auf Lava stößt, dann stoppt das. Dann sehen wir das an unserer Kontrolllampe daheim. Oder an den Kontrolllampen. Na, ich wollte eigentlich nochmal Pipes nachlegen. Hier habe ich schon unsere neuen Abbaugebiete abgesteckt. Also hier kommt der Miner dann nochmal her. Hier kommt er nochmal her. So. Und hier oben dieses Schloss in den Wolken, das werden wir erschließen. Da können wir dann uns so einen Aufzug hochbauen. Und irgendein Glashaus oben drauf. Das ist eine coole Sache. Das machen wir noch. Was geht das hier? Was treibt denn der da? Das geht hier hinten natürlich langsamer, weil ich das bewusst so mache. Damit zu Hause... Ich wollte jetzt die Sortierung einschalten. Dass diese Kiste nie überfüllen kann, ne? Das wird dann gleichmäßig alles durchgedreht. Sortierung machen wir gleich mal an. Jetzt seht ihr hier. Die Miner-Items werden transportiert, die Lampe leuchtet durchgehend und der Miner ist auch in Betrieb. Sehen wir hier, dass diese Lampe nicht leuchtet. Sollte die angehen, haben wir eine Störung oder er ist fertig. So einfach ist das. Sortierung wird sortiert, es sind auch Items in der Kiste. Sortiertakt, Produktion, wenn wir was produzieren, machen wir das? Ja, irgendwas machen wir. Wir werfen nämlich diese Cobblestones in den Müll und dann sehe ich... Auch hier haben wir noch jede Menge drin. Schon wieder Froschein halt. Mist. Ach Mensch. Hier braucht man eigentlich nichts, ne? Irgendwas habe ich noch vorgecraftet. Schaltkreise. Genau. Dann hier. Diese erweiterten Maschinenblöcke. Normale Maschinenblöcke. Ein paar Batterien noch. Hier. Das wollte ich eigentlich mal mit durchpressen. Wir müssen ein bisschen mehr davon machen, weil ich will ja noch eine kleine Reaktoranlage bauen, die sehr sicher sein soll. Deswegen brauche ich das alles. Oh. Sag mal, hier haben wir noch einen Knochen. Da machen wir gleich Bohnenmehl draus. Ich wollte nämlich irgendwo was hinstreuen. Halt, stopp, bevor wir das machen. Hier die Pipes noch reinstopfen, dann kann der da in Ruhe zu Ende machen. Sehr schön. Da geht noch eine rein, das mache ich natürlich. Das müsste jetzt auch reichen, also. Naja, gut, es könnte zwar noch eine rein, aber ich denke, es genügt. So. Bitteschön. Und dann schön abschalten, Strom sparen, ne? Und hier habe ich abgesteckt, das ist, ach so, das wollte ich euch noch zeigen. Bevor wir jetzt hier stundenlang rummehren, will ich das gleich mit abschließen. Suche ich das mal schnell, da bin ich nämlich auf so einen Dungeon gestoßen. Also so einen Secret Room, wo die Monster hausen, die bösen Buben. Das habe ich hier so gekennzeichnet. Jetpack Hammer, klopf, klopf. Obwohl, ne, kommen wir da hoch?
traue dem Frieden nicht. Ach Mensch, jetzt muss ich da so weit gehen. Noch mal schnell aufladen, das Ding. So. Können wir ja wunderbar aufladen. Ich möchte halt nur vermeiden, dass ich dort nicht mehr hochkomme. Kettensäge gleich nochmal aufladen, man weiß ja nie. So. Jetzt aber. So. Large, large, large. Tja, ein 173 ist nichts mit wild rumrennen. So, haben wir einen Hovermod drin. Jetzt. Also, klopf, klopf. Tschüss. Ja, wir stürzen uns in die Tiefe. Ich find's jedes Mal geil. So, und dann... ist aber nicht schön hier. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Da ist jetzt drauf geschissen. Hier habe ich so Markierungen gemacht. Und hier ist dieser lustige Dungeon. Da habe ich Fackeln ringsherum gestellt, dass die bösen Buben nicht spawnen. Und da ist drin ein bisschen Metall, das nehmen wir mit. Die Spinnseide natürlich auch. Ein Eimer. Den lassen wir hier. Und einen Sattel, den nehmen wir mit. Weil hier unten wird ja kaum mehr rumreiten. Ne? Und dann nehmen wir uns die schicken... Ihr wisst schon, hier diese lustigen Steine. Sind hier noch welche? Ja, hier sind noch welche. Die nehme ich mir mit. Wird natürlich abgebaut.